Gesetz der Anziehung. Lass deine Träume in Erfüllung gehen. Was du dir vorstellen kannst, kann Realität werden. Das Wissen um die Tatsache, dass wir mit unseren Gedanken unsere Welt erschaffen, ist schon uralt. Die Buddhisten lebten nach diesem Grundsatz und viele andere kluge Köpfe und Meinungsmacher entdeckten durch die Jahrhunderte hindurch das Gesetz der Anziehung für sich. Sie lernten, es zu ihren Gunsten einzusetzen und hielten mit ihrer Erkenntnis auch nicht hinterm Berg. Allerdings fiel es den meisten Menschen außerordentlich schwer, daran zu glauben. Sie sahen darin etwas Mystisches, Okkultes, das näher an der Scharlatanerie angesiedelt war als an praktischer Lebenshilfe für jeden Tag. Doch genau das kann das Gesetz der Anziehung für uns sein. Es hilft uns, all die Dinge zu bekommen, die wir uns von Herzen für unser Leben wünschen. Die Sehnsucht danach muss allerdings tiefgehend sein. Oder anders formuliert, es funktioniert nur dann, wenn es um unsere ganz persönlichen Must-Haves geht. Das seichte Fantasieren über Nice-to-Have-Things wird mangels Enthusiasmus im Sand verlaufen. Zwei Dinge musst du für den Erfolg deiner Wünsche in Einklang bringen. Deine Gedanken und deine Gefühle. Wenn diese zwei sich zusammentun, ist alles möglich. Sie auf dein Herzensprojekt einzuschwören und in Form zu bringen, ist deine Aufgabe. Den Rest erledigt das wunderbare Universum für dich. Damit die Umsetzung gelingen kann, haben wir in unserem heutigen Podcast ein paar Tipps für dich. Nummer 1. Mach dir bewusst, was genau du erreichen willst. Die Sehnsüchte von uns Menschen sind vielfältig und wandelbar. In einer Welt voller Möglichkeiten fällt es uns gelegentlich schwer, die Prioritäten festzulegen, denen wir wirklich entsprechen möchten. Wir streben nach Glück und Erfolg, obwohl beides sehr individuell ist und für jeden Menschen etwas völlig anderes bedeuten kann. Versuche dir in ein paar ruhigen Stunden bewusst zu machen, wie genau dein ideales Leben aussehen soll und welche Schritte dafür absolviert werden müssen. Einiges kannst du vielleicht sogar ganz ohne kosmische Hilfe in die Wege leiten. Das Universum schätzt Menschen mit Hands-on-Mentalität. Für alles, was dann nicht mehr in deinen unmittelbaren Kompetenzbereich fällt, kannst du dir das Gesetz der Anziehung als taffen Verbündeten mit ins Boot holen. Du wirst sehen, mit diesem Team an den Start zu gehen, macht dich unschlagbar. Nummer 2. Formuliere deinen Wunsch präzise und positiv. Kaum zu glauben, aber selbst beim Wünschen kann man einiges falsch machen. Du musst drei Dinge wissen und beachten. A. Das Universum liest das Kleingedruckte nicht. Es gibt Wörter, die sich unserer Wahrnehmung ganz gekonnt entziehen können. Leider kommen sie dann in weiterer Folge auch nicht zum Zug, wenn es um die Anwendung der universellen Gesetze geht. Dazu zählen sämtliche Verneinungswörter wie kein, nicht oder ohne. Wünschst du dir eine Karriere ohne Hindernisse, wird das Ergebnis fatalerweise ein mühsamer Kampf sein. Du bekommst dann Karriere mit Hindernissen am Silbertablett serviert. Soll dein Traumpartner jemand sein, der dich nicht betrügt, ist das der Beginn einer leidvollen Beziehungserfahrung. B. Das Universum schätzt klare Ansagen. Ein weiterer Fehler, der dir beim Wünschen schnell einmal passieren kann, ist das allzu vage Formulieren deines Begehrens. Glück in der Liebe ist ein schöner Wunsch. Er kann dir allerdings auch in Form eines tierischen Mitbewohners oder durch eine flüchtige Liaison beschert werden, die dir zwar Glück in der Liebe bringt, aber nicht von Dauer ist. Sei immer sehr präzise bei der Formulierung deiner Wünsche, aber lass auch Raum für einen universellen Joker. C. Besser ist immer möglich. Formuliere deine Wünsche und Ziele stets mit einem Zusatz, der dir als Joker dient. Füge immer die Ergänzung hinzu oder was du für richtig für mich hältst. Wen du hier mit du meinst, bleibt deinen Glaubensvorstellungen überlassen. Gott, das Universum oder Mutter Erde pflegen keinerlei Profilneurosen, wer der beliebtere Ansprechpartner für uns Menschen ist. Wir bekommen häufig bestimmte Dinge nicht, weil wir etwas Besseres verdienen.
Die höheren Mächte haben ein Auge darauf und wir bitten sie so, uns diese Chance zu gewähren, indem wir ihre Weisheit und ihre Autorität anerkennen und respektieren. Nummer 3. Regelmäßiges Visualisieren ist Pflicht. Je öfter du deine Wunschvorstellung und dein Traumbild vor deinem geistigen Auge Realität werden lässt, desto besser. Nutze tote Zeiten des Tages, wie zum Beispiel die rote Ampel, Fahrt im Aufzug, die Zeit vor dem Einschlafen, immer dazu, um dir vorzustellen, wie sich alles für dich zum Besten gefügt hat. Spüre den Erfolg im neuen Job oder fühle die Hand deiner neuen Liebe um deine Schultern gelegt. Stell dir vor, wie dein Umfeld reagiert und dich beglückwünscht. Nummer 4. Bring den inneren Kritiker zur Raison. Die meisten Menschen werden am Weg zur Erfüllung ihrer Wünsche immer wieder von ihrem Verstand gebremst. Es fällt auch schwer zu glauben, dass alles mit der Kraft unserer Gedanken und Gefühle manifestiert werden kann, wenn man es noch nie erlebt hat. Misstrauen und Skepsis werden immer wieder versuchen, die Oberhand zu gewinnen. Niemand weiß schließlich, wie lange es dauert, bis das Gesetz der Anziehung seinen Job erledigt hat. Bleib vertrauensvoll und standhaft und widerstehe dem bösen Geist des Zweifels. Nummer 5. Erfülle dein gesamtes Denken mit Liebe und positiver Energie. Das Gesetz der Anziehung arbeitet immer, 24 Stunden am Tag. Es macht daher einen enormen Unterschied, ob du deine positiven Gedanken und Gefühle nur punktuell in Position bringst oder sie zu deiner neuen Lebenseinstellung machst. Letzteres ist einer der Garanten dafür, dass deine Manifestation sich verwirklichen wird. Nummer 6. Dankbarkeit – der Zement der Zuversicht. Ein nahezu todsicheres Mittel, um mehr Gutes in dein Leben zu ziehen, ist die tägliche Besinnung darauf, wie viel davon du schon erhalten hast. Gutes zieht Gutes an, Schlechtes zieht Schlechtes an. So lautet schließlich die Kernaussage des Gesetzes der Anziehung. Wenn du dir dieses einfache, aber effektive Hilfsmittel zunutze machen möchtest, schreib täglich mindestens 5 Dinge auf, für die du wahrlich dankbar bist. Der Rest ergibt sich dann praktisch wie von selbst. Nummer 7. Lebe so, als ob sich alles schon gefügt hätte. Neben der Dankbarkeit und dem Vertrauen ist positive Affirmation der Schlüssel zum Erfolg. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Gesetz der Anziehung funktioniert. Was hält uns also davon ab, so zu leben, als ob unsere Ziele und Pläne bereits Realität wären? Wie siehst du dich selbst in deiner baldigen Wirklichkeit? Lebe deinen Traum bereits jetzt, dann wird der Übergang ein fließender sein. Wenn du beruflichen Erfolg anstrebst, kleide dich so. Werde der Erfolgsmensch, den du in deinen Gedanken schon so deutlich sehen kannst. Willst du eine Partnerschaft? Mach Platz in deinem Leben dafür. Gib dem Wunder eine Chance. Streng genommen ist es nämlich gar keins. Das Gesetz der Anziehung entspricht haargenau dem physikalischen Gesetz der Resonanz. Es ist also kein Wunder, wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, sondern reine Naturwissenschaft. Essentiell dabei ist aber, dass du es versuchst und daran glaubst. Wer ständig um einen Lottogewinn betet, aber niemals einen einzigen Schein abgibt, wird sich schwer mit einem Erfolgserlebnis tun. So schaut die Sache auch hier aus. Bitte darum und es wird dir gegeben. Glaub daran und du wirst alles bekommen, was du dir wünschst. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!